verschwindet! Letzte Chance! Aua! Flick mich zusammen! Alter Schwede. Also die Mission ist sehr, sehr, sehr geil, muss man sagen. Wir haben schon Goldkampflevel, das ist ja gut. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Naja. Bin schon unterwegs. So. Jetzt wird's ernst. Mach dich bereit. Alter! Schweineviecher, ey. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Hab das nächste. Überprüfe deine Karte. Das sollte reichen. Ich bin ein Bär. Was? Ich bin ein Bär? Alter. Das war heftig, richtig heftig.
Tja, da war ich das Schlechteste auf dem ganzen Feld und konnte trotzdem mithalten. Mit, also was die Fähigkeitspunkte betrifft. Aber wir haben eine neue Truhe. Beute Level 4. Sehr schön. Mal sehen, was rauskommt. EP. Jawohl. Aber die Mission konnte man nicht so richtig aufmachen. Wir gucken nochmal auf die Karte. Hier steht Bonus-Missionsbelohnung. Schließe einen anderen Kommandanten bei der Mission der Sturmschildverteidigung. Auswählen. Was sind das jetzt? Mit anderen zusammen und bekannte Regionen. Sturmschild. Na, glücklicherweise. So, jetzt dürfen wir bei jemand anders das Sturmschild verteidigen. Da bin ich aber mal gespannt, was da jetzt mal so kommt. Oh, guck ja an. Verschwindet! Letzte Chance! Westen? Kann man hier nicht bauen? Nee, kann man nicht bauen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daneben, mein Kleiner, daneben. So. Eigentlich keine große Gefahr, deswegen gehen wir nach vorne mit dem G. Die sind ja wirklich keine Gefahr für uns. Ich hätte das nicht so laut sagen sollen, ich soll dann nachladen. Soll easy. Wir haben bis Sturmstärke 3. Das sollte eigentlich ohne Probleme laufen. Ja. Hab ich dich. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Von Süden? Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Das ist ja auch krass, die Stufe. Woher kommt sie? Aus dem Osten. Das Ding kann ich doch bestimmt aktivieren, oder? Widerlinge!
Erledigt. Eine Minute 48. Oh, das war nicht gut. Eine Minute noch. Vamos, weg hier. Sekunden noch. So macht man das. Jawohl. Weg. Weg. So. Die meisten Kampfpunkte mit 500 Punkten. So. Wo die meisten Viecher weggedonnert. Da gibt es sogar zwei Fertigkeitspunkte für. Geil. Sensationell. Beute Level 4? Schon wieder. Ah, okay. Tja. So leicht kann man EP und Fertigkeitspunkte sammeln. Und durch Beute abstauben. Oh, wieder zwei Lamas. Öffnen. Okay. So, Einheiten. Was ist das denn? Expeditionseinheiten, sowas haben wir auch. 4 Stunden, Holz. Wollen wir mal jemanden losschicken? Expedition vorbereiten. Wen setzt man denn da ein? Sie ist ja nicht schlecht, oder? So. Expedition starten. Starten. Kann man noch einen schicken? Ne, kann man nicht. Schade. Aber es reicht ja, ne? Kehrt in 3 Stunden für 59 Minuten zurück. Okay, man kann ein Boot haben, einen Hubschrauber haben und einen LKW haben. Okay. Ja, das ist wieder was Neues, was wir noch nie kennengelernt haben. So, wir schauen mal hier, ob sich was hier getan hat. Ob wir wieder irgendwas einsortieren können, wo uns ja letztes Mal das Spiel abgestürzt ist. Scheint da fast nicht so. Keulen und mittlerweile, ja, ne. Na, Level 15 haben wir schon. Das ist das letzte Mal das Spiel hier abgeschmiert. Daher, naja, passiert. Gut, Ressourcen. Haben wir auch ein bisschen was. Was das hier ist, Waffen, Trainingsbuch, keine Ahnung. Alle Überlebenden. Das ist schon heftig hier, was wir haben. Also können wir jetzt eigentlich einen Anführer machen, oder? Verteidiger Sturmbasis. Die haben wir da schon.
Auswählen. So. Waffenlager. Nee, warte mal. Einheiten. Hier haben wir das doch. Da könnte man doch einen Anführer einsetzen. Ach nee, müssen wir das was freischalten. Was kann man hier reinmachen? Haben wir da schon jemanden? Testbonus. Hier hätten wir eine Anführerin. Die wäre gar nicht mal so schlecht. Test 23. Jawohl. Nehmen wir doch. Auswählen. Und hier können wir auch jemanden einsetzen. Der hat Tech 43. Keine Ahnung, wie ich ihn einsetzen soll. Die würde ich halt nicht einsetzen wollen hier. Bonus für Schildgeneration. Kondition. Nehmen wir mal den. So. Aufträge. Verteilt Bänder weiter. Verteilt die Bänder weiter. Na, Fertigkeitspunkte haben wir jetzt. Gut. Erwerben. Was haben wir denn jetzt hier? Ermöglicht es, die Skizzen überlebender Verteidiger und Helden mit seltenen oder mit niedrigen Häufigkeitsgrad wieder zu verwerten oder zurückzuschicken. Ich würde sagen, das hört sich doch gar nicht so dumm an. Und das können wir als nächstes freischalten. Da können wir uns sozusagen dann heilen. Sehr schön, sehr schön. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.